Was ist Metrologie? Ich glaube, das hat was mit Astrologie zu tun. Drei dicke Fragezeichen. Mit diesem Stein oben. Vielleicht von Metro Station oder Metronom? Ich gehe davon aus, dass es die Wissenschaft von den Medien ist. Die Lehre der Bahnverbindung oder so? Meteorologie kenne ich, aber Metrologie nicht. Das? Milli, Mikro, Nano, Pico, Femto, Atto, Zepto, Jokto. In dieser Mikrowelt bewegen wir uns. Die PTB ist das Nationale Metrologie-Institut Deutschlands. PTB steht für Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Die Kunst des Messens, also die Metrologie, das ist unser Kerngeschäft. Wir forschen an immer neuen und genaueren Messmethoden und wir unterstützen die Industrie dabei, diese praktisch einsetzen zu können. PTB ist das weltweit zweitgrößte Metrologieinstitut. Die Forschung, die wir hier betreiben, die hat einen großen Nutzen für alle Bereiche des Lebens. Ich könnte kein GPS benutzen, wenn ich nicht genau weiß, wie die Zeit definiert ist. Ohne Metrologie wäre der Handel extrem stark eingeschränkt. Das wäre dann wie im Mittelalter, wo jede Stadt ihr eigenes Längenmaß hat. Um diesen Messprozess beschreiben zu können, braucht man ein ganzes Team aus Ingenieuren, aus Physikern, aus Mathematikern. Und es ist der großen Aufgabe der PTB, die Grenzen des Messmöglichen immer weiter zu verschieben. Die mit Abstand genaueste Maßeinheit ist die Sekunde mit 16 Nachkommastellen. Wir stellen diese Zeit europaweit zur Verfügung. Die PTB beherbergt die genaueste optische Ionenuhr der Welt. Am Anfang hieß die PTB noch PTR, Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Die Gründerväter waren Hermann von Helmholtz und Werner von Siemens. Die Grundidee war, um die Forschung weiterzubringen, müssen Messergebnisse vergleichbar werden. Und dazu braucht es eine nationale Einrichtung. Jeder Industriestaat besitzt mittlerweile ein solches nationales Metrologieinstitut. Mit Gründung der Bundesrepublik wurde aus der Reichsanstalt die Bundesanstalt. Es ist motivierend zu wissen, dass so viele bedeutende Wissenschaftler hier gearbeitet haben. Albert Einstein, Willi Wien, Max von Laue, Max Planck. All diese Forscher haben in der PTB ihre Fußabdrücke hinterlassen. Man hat sich international auf das sogenannte SI-System geeinigt. Das SI umfasst die 7 Basiseinheiten. Wir versuchen im Augenblick, diese Basiseinheiten auf Naturkonstanten umzusetzen. Zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit oder die Elementarladung. Naturkonstanten mögen sich verändern. Doch im Alltag spielt das keine Rolle. Da sind sie immer verlässlich. Ziel des Avogadro-Projektes ist es deshalb, das Kilogramm neu zu definieren. Unsere Wissenschaftler zählen dazu die Siliziumatome in einer Kristallkugel. Kennt man die Masse der einzelnen Atome und ihre Anzahl in der Kugel, ist es nur ein kleiner Schritt, das Kilogramm mit Hilfe von Naturkonstanten zu beschreiben. Bei uns hat alles mit elektrischer Quantenmetrologie zu tun. In den letzten Jahren haben wir uns damit beschäftigt, ein neuartiges Verfahren zu entwickeln, mit dem man kleinste elektrische Stromstärken mit höchster Genauigkeit messen kann. Quest beschäftigt sich mit präzisen Messungen in der Quantenwelt. Wir wollen die innere Natur des Atoms ganz genau verstehen. Schon als kleines Mädchen wollte ich immer Astronomin werden, habe die Sterne angeschaut und geträumt vom Weltall. Ich wollte die Welt verstehen. Magnetresonanztomographie ist ein bildgebendes Verfahren der Medizin. Mein Tätigkeitsfeld ist, dieses Verfahren zu verbessern, um genauere Bilder aufnehmen zu können. Was mich interessiert, ist, physikalische Grundprinzipien anzuwenden, um damit Patienten zu helfen. Ich bin für die laseroptische Volumenstrommessung im Kraftwerksbereich zuständig. Dafür habe ich ein Messverfahren entwickelt, mit dem man vor Ort die Messgeräte kalibrieren kann. Wenn Unternehmen mit uns eine Kooperation eingehen, dann haben sie den Vorteil, dass sie auf Messanlagen messen können, die weltweit einzigartig sind. Ich beschäftige mich mit der Lichtmesstechnik. Ich messe den Lichtstrom, die Beleuchtungsstärke. Wir arbeiten eng zusammen mit den Entwicklern von den Lichtquellen. Die benötigen die Messtechnik, damit sie ihre Lichtquellen verbessern können.
ein Metrologe versucht, immer exakter zu messen. Letztendlich muss ein Metrologe ein Perfektionist sein. Man benötigt Durchhaltevermögen, um auch lange Projekte über die Bühne bringen zu können. Ein Experiment aufzubauen, das dauert durchaus mal 5 Jahre. Dann fängt man an, richtig zu messen. Das kann dann nochmal 10 Jahre dauern. 90% der Versuche gehen schief und 10% funktionieren. Natürlich hat man mal einen Durchhänger, wenn Murphy zuschlägt im Labor oder die Klimaanlage ausfällt. Und wenn es dann klappt, meistens spät nachts, dann ist die Euphorie extrem hoch. Wir sind nie am Ziel. Je genauer wir messen können, umso mehr Fragen stellen sich, dass wir noch genauer messen wollen. Was ich schön finde an der PTB ist, dass man den Job als Naturwissenschaftler in seiner Reinform ausleben kann. Meteorologie wird es geben, solange es Menschen auf diesem Planeten gibt.